In diesem Video möchte ich Ihnen die EnterTent Restart-Funktion, also Neustarten von EnterTent TV, vorstellen. Kunden, die sich für den EnterTent TV Plus-Tarif entscheiden, haben eine Restart-Funktion. Was ist Restart? Restart meint, dass ich eine Sendung, die ich nicht von Anfang an geguckt habe, schauen kann, ohne dass ich diese selber mir auf meinem Mediareceiver programmiert habe. Ich komme also zum Beispiel nach Hause, schaue hier in die EPG-Senderliste und dann gibt es hier bei verschiedenen Sendern dieses Symbol für Restart oder Neustarten, was mir also anzeigt, bei welchen das geht. Es ist nicht für alle Sender und nicht für alle Sendungen verfügbar. Wenn ich hier durchblättere, sieht man halt, wo es geht. Was kann ich jetzt machen? Ich kann jetzt hier zum Beispiel bei Sturm der Liebe, kann ich reingehen, wenn ich hier Info-Button drücke, sehe ich zum einen natürlich eine Programminfo. Jetzt ansehen würde ich in das Live-TV schalten oder es gibt hier die Funktion Neustarten. Und wenn ich jetzt hier Neustarten sage, dann springe ich an den Anfang der Sendung, das heißt hier sieht man das ganz gut, also erst ist das auf 15.09 Uhr gesprungen, obwohl wir es jetzt schon fast 16 Uhr haben und ich kann jetzt diese Sendung komplett von vorne schauen, ohne dass ich irgendwas programmiert habe. Gehe nochmal zurück in die EPG-Daten, gibt es wie gesagt auch für andere Sendungen. Auch wenn ich schon eine Sendung schaue, also ich gehe jetzt mal direkt ins Live-TV ohne Restart und sage, oh, hier interessant, ich möchte das doch nochmal von vorne sehen und ich habe was verpasst. Dann kann ich auch hier in den Info-Button gehen und sagen Neu starten. Und dann springt jetzt an den Anfang der Sendung zurück und ich kann mir die komplette Sendung wieder ansehen. Weitere Möglichkeit auch, wenn ich im Live-TV-Bild bin, ich wechsle nochmal den Sender. Auch hier vorne sehe ich wieder beim Durchschalten dieses Restart-Symbol, also beim Durchblättern. Sehe ich das jeweils, wo es funktioniert. Und wenn das der Fall ist, kann ich auch mit der OK-Taste drücken, komme in dieses kürzere Menü und kann dann halt auch direkt sagen, hier einmal neu starten. Und auch in dem Fall ist er jetzt an den Anfang der Sendung zurückgesprungen und ich kann mir das Ganze ansehen. Also Restart, eine nützliche Funktion, wie gesagt, nur in dem Plus-Tarif enthalten, neben vielen weiteren Funktionen, die der Plus-Tarif hat. Funktioniert für HD-Sender, für SD-Sender, aber wie gesagt, nicht für alle Sendungen, das ist halt lizenzrechtlich ein Thema.